Was geht, Leute? Mein Name lautet Danny Burnage. Willkommen zu einem neuen Part von Road to Commander in Modern Warfare 2. Zeit mal wieder ein paar Ärsche zu ponen. Nicht nur im echten Leben, sondern auch im Spiel. Hahaha. Und ich habe mich entschieden, dass ich meine Klassen immer davor erstelle, weil es einfach eine Zeitverschwendung ist, immer wenn ihr sehen müsst, wie ich meine Klasse erstelle und so weiter und so fort. Deswegen habe ich mir zum einen hier die Farmers mit holographischem Visier erstellt und die UMP als kleine, Überraschung. Naja, nicht wirklich, aber spielen wir Suchen und Zerstören. Es ist ein Spielmodus, den ich alleine eigentlich nie spiele, weil ich finde es ein bisschen langweilig, denn man stirbt hier einfach so unfair und ich bin echt glücklich, dass gerade Afghan kommt, also ich muss sagen, ich bin echt happy. Man, you shut the fuck up, man. My English is way better than yours, man. Ja. Man. Hey, this guy is German. This guy is from Germany. Yeah. This is cool, ne? Genau. Nicht Spaß. Auf jeden Fall habe ich hier Wasser mit Zitrone dabei. Auf jeden Fall übel gut zum Abnehmen. Also Wasser mit Zitronensaft. Und ich frage mich eigentlich, wieso ich diese Posen immer nicht skippe. Gut, ich lasse es jetzt einfach mal. Ich skippe dieses Mal nicht. Meistens werde ich aber skippen, weil ich finde, es ist blöd anzusehen irgendwie. Ich weiß nicht. Ich meine, was seht ihr hier schon? Ihr seht ein bisschen was Gelbes, bisschen Rauch. Ihr seht mich. Ja gut, das ist schon gut, aber weiß nicht. Ihr seht ein paar Teammates. Voll langweilig eigentlich. Hoffen wir, dass wir auf jeden Fall gut sein werden. Denn das ist das, was wir doch gerne sein wollen würden. Stimmt's? Genau. Und ich überlege auch gerade, welche Waffe ich spielen soll. Ha. Ich glaube, Rusher-Klasse oder... Ja, spielen wir mal normal. Eigen. Spielen wir auf hoch, auf 6. Ich muss es mal umändern, weil bei Snipen verwende ich eine höhere Empfindlichkeit als zum Beispiel mit der Farmers. Ich werde dieses Mal die taktische Variante benutzen. Hoffentlich wird die klappen. Gott, ich habe so lange keine Suche mehr, so eine Stürme mehr gespielt. Gott, ist das gruselig hier. Ernsthaft. Ich habe das Gefühl, die kommen auch von hier oder sowas, keine Ahnung. Ja, die kommen auch von da. Da kommt einer, definitiv. Zeig dich, zeig dich, zeig dich. Verdammt, er will sich nicht zeigen. Gut. Ich frag mich, ob er da rauskommt. Nee, ne? Der kommt da gar nicht raus. Okay, besser so. Und ich spiele gerade so vorsichtig. So ungewohnt für mich, so vorsichtig zu spielen. Ernsthaft, ich spiele echt selten so vorsichtig. Ich denke, die meisten haben hier auch einen Ninja dabei. Ich weiß nicht, ob ihr euch das gefällt, wenn ich mal suche, einen zu stören spiele in der Runde oder sowas. Es ist halt ein Spielmodus, der ja langsamer, taktischer und so weiter und so fort zustande geht, was jetzt nicht mein Lieblingssachen sind, um ehrlich zu sein. So richtig taktisch und langweilig. Okay, die Bombe wurde platziert. Mit dem Team macht Spaß. Nein, nein. Oh Gott. Den habe ich nicht gesehen. Oh, verdammt. Natürlich haben wir verloren. Läuft bei uns. Ich überlege, soll ich mit der Farmers weiterhin spielen? Ja, okay, oder? Ja, ich behalte die Farmers. Ist eine ganz gute Idee. Die Farmers ist gut. Wir gehen nochmal denselben Weg. Es gibt keinen Grund für mich, einen anderen Weg zu nehmen. Erstmal nicht zumindest. Ich kann auch in diese Höhle gehen und nach einem Rusher gucken. Ja, das wollte ich gerade sagen. Hab den gesehen übrigens, weil er Schüsse abgefeuert hat. Oh mein Gott, ich will nicht runter... Nein, nein, nicht runterfallen. Jesus, das ist gruselig hier. Gott, ich hasse diesen Ort. Hüpf! Seht ihr, wie schön ich hüpfen kann? Beste Claimer ever, mein Freund. Beste Claimer ever. Nein, nein! Oh, ich wünschte, ich hätte es ihm sagen können. Ich muss noch warten, bis einer schießt. Gott, das ist richtig aufregend. Gott, ich bin aufgeregt, Alter. Ich hasse es zu sterben in so einem Stirn. Und wer mag es schon, bitte? Nein! Oh, was? Was? Wo? Wo ist das? Ach, den Ort. War das da oben auf dem Hügel oder was? Oh mein Gott. Wie gestört. Ja, wir haben gewonnen. Ich weiß zwar nicht wie, aber irgendwie haben wir gewonnen. So schon mal was Gutes eigentlich. Beste Absolut-Serie ever. Mann, da hat er sie aber stark verbessert. Die Killcam. Ich meine, die Killcam habe ich Abschlussserie gesagt.
Ach, Danny, du nimmst doch Drogen. Bitte erzähl's niemand, okay? Es bleibt unter uns. Ach, Mann, Alter. Da hinten, da kommt wieder ein Rusher angelaufen. Nee, ich glaube, der hat aus seinem Fehler gelernt. Ist auch besser so für ihn und seine Gesundheit. Ich mach mal den Sentex darüber. Da ist keiner. Ich mache mir ein bisschen Sorgen, dass von dort einer kommt. Ich sehe im Moment keinen. Die campen hier irgendwo. Hier ist hundertprozentig einer, zu 1000%. 1000%. Nein! Ich weiß nicht wie! Ich hab keine Ahnung. Gut, ich werde es riskieren müssen. Der ist hier irgendwo. Hab das Gefühl, da ist er. Ja, hab ihn gesehen. Bereit machen für die nächste Runde. Ich muss zugeben, eigentlich habe ich ihn nicht gesehen. Aber er will gerade Leute verarschen. Und was das Problem war, er hat kein Eiskalt mitgenommen. Das bedeutet also, ihr kennt es, glaube ich, wenn ihr Konsolen spielt, dann geht euer Fadenkreuz immer ein bisschen zu den Gegnern. So ein bisschen. So dieses. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine, oder? Ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Sorry, weiß nicht. Das wart ihr. Gebt zu. Hier könnt ihr euch ruhig hinstellen. Denn selbst wenn das Telex. Moment mal. Da unten ist einer. Killt ihn doch mal. Verbündete Harrier kommt. Verbündete Harrier, nice. Da ist einer. Das sind mehrere eigentlich. Ich frag mich. Ich weiß nicht, Alter, aber wie dumm kann man sein? So, das interessiert mich. Meine Suche zu stören kann man doch nicht einfach irgendwo sein, denn. Ich mach das zwar jetzt, aber nur weil die Harrier oben ist. Aber gut, die haben wahrscheinlich eiskalt alle, ne? In der Zeit kann man gut die Bomben platzieren, beziehungsweise einfach mal darüber gehen. Und kurz mal einen Killer holen. Nein. Oh, gut, wir haben es geschafft. Hab jetzt. Oh, der eine hat 8 zu 0. Nicht schlecht, Alter. Scotty Boy, Alter. Wie viel hat er gekämpft? Nice Kill, Meilen. Ist auch Deutscher. Wir gewinnen gerade. Das ist sehr gut. Ich liebe es zu gewinnen. Ich mag es nicht, so zu verlieren. Ein paar Leute denken, weiß nicht, der achtet eh noch auf seine KD und sowas, aber. Ne, ich achte auch auf sowas, also hier zum Beispiel. Gut, ich hab die Bombe. Ich platziere die Bombe sehr ungern meistens. Verdammt, da ist einer. Verdammt, ich hätte sie. Oh, er hat's geschafft. Nice, Teammate. Sehr gut gemacht. Du bist der Beste, ich lebe deine Muskel. Danke, denn ich bin so glücklich. Unser Payflow, okay, der kommt rein. Wo ist er? Kommt der nicht rein, oder was? Nein! Oh, ich hätte es wissen müssen. Es war klar. War aber auch eindeutig eigentlich, oder? Verdammt. Nice. Von wo? Hab das Gefühl, der Typ hackt. Der hat einen 10 zu 0. Nicht schlecht, Alter. Achso, der hat ihn gesehen. Alter Schwede. Guter Suchen und Stirnspieler. Nicht schlecht. In, hier ein 10 zu 0 zu haben, ist echt nicht schlecht. Wir haben unsere Überlegenheit bewiesen. Ziemlich gut sogar. Ja. Ja, nicht schlecht, auf jeden Fall. 10 zu 0 in Suhn zu stören ist echt gut. Gut, ich überlege gerade, sind wir aufgestiegen oder sowas? Na, wir haben nichts Besonderes dazu bekommen, glaube ich. Nee. Wollen wir hier bleiben? Wollen wir noch eine. Ich weiß nicht, ob ihr Suchen zu stören abfeiert. Ich finde es ganz in Ordnung. Ist jetzt nicht mein Lieblingsspielmodus. Wir können aber eine Suchen zu stören Folge machen, wenn ihr wollt. Bitte Scrapyard da lassen, weil ich mag Scrapyard. Los geht's. Suchen zu stören auf Scrapyard. Ich habe mich entschieden, diesmal mit der UMP zu spielen. Hier muss man sehr, sehr aufpassen, weil hier Sniper und sowas sein können. Es ist echt ein gefährlicher Ort. Wir haben meine Semtex drüber. Ich habe das Gefühl, hier kommen ein paar Leute lang. Hoffentlich, ich werde bestimmt getubed oder sowas. Was? Hat das jetzt gelaggt? Habt ihr es gesehen? Da ist einer. Nein! Was? Es hat gelaggt! Was? Habt ihr es gesehen? Meine Damen und Herren, darf ich Ihnen den besten Spieler MW2s vorstellen? Jahrelange Übung. Ist das jahrelange Übung. Er benutzt sich Tube wie ein Profi. Von wem hat er das nur? Ich kann es euch sagen, aber ich will keinen Namen erwähnen. Sehr, sehr geiler, sehr, sehr geiler Spieler. Ein sehr, sehr geiler Spieler. Ich will mal sehen, was er macht. Er ist der letzte Überlebende. Läuft bei ihm. Scheiß Tuber. Haben wir gewonnen?
Nein, haben wir nicht. Nein, haben wir nicht. Er wird noch die Bombe ganz knapp entschärfen. Ich bin mir nicht genau sicher, aber ich... Was? Ich dachte, das dauert nur 5 Sekunden, bis die Bombe entschärft ist. Und ich dachte, das dauert nur 5 Sekunden. Mich nervt, dass ich da gestorben bin. Wieso sterbe ich an so einem scheiß Ort? Da ist einer. Nein. Verdammt, ey. Oh Gott, nein. Oh mein Gott. Das läuft nicht für mich. Bei mir läuft gar nicht. Ernsthaft nicht. Ich bin so ein so eine Niete. Oh, alter Schwede. Krasser Mist. Schaut euch das mal an. Okay, das war, keine Ahnung. Das war nur eine Claymore, aber irgendwie war das ultra knapp. Yeah. Wir haben gewonnen. Scotty Boy hat versagt, oder? Ne, keine Ahnung. Ich glaube, Scotty Boy wurde eliminiert. Jetzt gehen wir wieder hier lang. Mal sehen. Oh mein Gott! Kein Bock mehr! Das war das letzte Mal so mit Stören. Gott, Alter! Nice. Wir haben gewonnen. Wir gewinnen die ganze Zeit. Das ist gut. Das ist sehr gut. Ich schaue gerade, wie mein Video bei euch angekommen ist. Also, wo ihr das seht, habe ich erstmal den zweiten Part erst hochgeladen. Also, keine Ahnung. Ich schreibe immer über viel Kommentare, ist mir aufgefallen. Ah ja, da habe ich euch auch eine Frage gestellt. Ja, dann schreibt ihr natürlich, ne? Suchen und zerstören. Okay, verdammt. Ja, jetzt geht's los. Ich habe sogar hier das hier. Gott, mir ist peinlich, Alter, ernsthaft. Natürlich, ich bin gleich tot. Oh, oh mein Gott, ich habe so nicht verdient, Alter, ernsthaft. Ich habe diese Kills gar nicht verdient, ey. Ich bin schon traurig. Ich kann die ganzen Laufwege und so. Ich habe das nie gespielt. All planned. Alles geplant. Das war alles geplant. Das war alles geplant. Ich wusste ganz genau. Ich habe das Auto so angeschossen mit der Semtex. Ja, all planned. Ich bin aber letzter. Ich kann es nicht glauben. Ist mir das peinlich. Aber es waren keine Gegner mehr üblich, habe ich so das Gefühl. Keine Ahnung. Suchen und stören ist irgendwie so eine Art... Ich weiß nicht. Änder mal die Killstreaks. Wie denn? Schreibt der eine. Ich meine, natürlich, jetzt geht's, ne? Aber zum Beispiel doch nicht, oh, Salvage. Ja gut, wir gehen aber hier raus. Hab keinen Bock da zu spielen. Wir spielen jetzt eine Runde Herrschaft. Und dieses Mal werden wir auf Nuke spielen. So, das werden unsere Killstreaks sein. Ja, das werden unsere Killstreaks sein. Oder was auch richtig geil ist, ist Harrier. Wann kann ich mein nächste... In 5 Leveln erst. Oh mein Gott. Okay, dann werden wir erstmal Herrschaft in Runde spielen zusammen. Und das wird auch das letzte Game sein. Es war so eine kleine Suche- und Zerstören-Runde. Die erste Runde lief aber besser als die andere irgendwie. Ich habe keine Ahnung, aber Suche- und Zerstören ist immer so eine kleine Zumutung. Ich weiß nicht, es dauert zum einen lange, deswegen skippe ich immer die Szenen, wo ich sterbe, weil es zu langweilig ist. Ich bin nochmal zum Schluss in der Frei-für-alle-Lobby reingegangen, weil ich einfach so sauer war. Ich brauche jetzt mal meine Ruhe ein bisschen alleine zocken, weil mich pisst es einfach an wie... Ja, es... Bitte sag mir nicht, dass es schon wieder laggt. Hoffentlich nicht so schlimm. Ich habe übrigens ein holographisches Visier dabei. Was auch sehr, sehr gut ist an dieser Waffe. Man könnte sogar sagen, es ist, wenn man auf... Ja, scheiße. Wenn man auf Entfernung spielt, sogar besser als das normale Visier. Normale Rotpunkt-Visier. Ich versuche so viele wie möglich nur mit einem Burst zu killen. Das ist das, was persönlich mich ausmacht, so finde ich. Beim Zocken von MW2. Ich liebe das einfach. Nein. Ja, seht ihr, das kann mir voll oft zum Verhältnis werden, so. Weil manchmal wollen die dann auch gar nicht wirklich sterben. Die. Ja, ich sollte damit aufhören. Der sieht mich doch auf der Karte. Man kann doch denken, oder nicht? Menschen haben doch die Fähigkeit zu denken, oder nicht? Gut, manche anscheinend nicht, aber trotzdem. Nee, guck, jetzt mal ehrlich, er sieht mich auf der Karte, aber geht trotzdem in die komplett andere Richtung. Ja, Pisser. Kannst du spielen. Lern zu spielen, da können wir weiterreden. Nein, schade. Schade, ich mag Marmelade. Gut, er kommt da nicht mehr lang. Wenn ich erstmal einmal Ninja habe, ist vorbei, Leute. Ihr könnt sogar. Aber nur wenn ihr ein gutes Headset habt, geht das. Sogar Leute hören, die Ninja dabei haben. Fuck, ja. Das war dumm. Ich weiß jetzt wenigstens, wo er sich befindet. Hoffentlich ist er nicht tot schon. Okay.
Die AK? Nein, gib mir die AK. Wo ist sie? Hier, oder? Ja. Nein, schade. Ich wollte mich hinter diesem Grab verstecken. Hat leider nicht so ganz funktioniert, wie ich mir vorgestellt habe. Oh, da ist einer. Oh, das war nice. Nein, wow. Nicht schlecht, muss ich wirklich sagen. Er hat sich umgedreht und mich sofort gekillt. Ich hasse sowas. Vor allem, wenn es Sniper sind. Man denkt, der Kill ist 100%ig sicher. Mein Gott, ich liebe holographisches Visier, Alter. Bestes Ding ever, ohne Scheiß. Nee, richtig geil. Und ich liebe diesen Ort hier. Schön, kann man hier schön campen. Habe ich mir alles abgeguckt. Ja, ich denke, ich sollte hier nicht mehr bleiben. Ich denke, ich sollte jetzt mal irgendwo anders hingehen. Ich zocke manchmal. Manchmal müsste euch aufgefallen sein. Mache ich so komische. So Bewegungen so. Wenn ich mich irgendwie konzentriere, ne? So zum Beispiel. So merkt ihr. Wenn ich. Das ist so komisch. Manchmal sehe ich das in der Kamera. Und ich bin immer glücklich, wenn das keiner so bemerkt. Jetzt werdet ihr es wahrscheinlich öfter bemerken. Aber dann ist es so, dass ich immer den hier mache, so. So, wenn ich mich auf irgendwas konzentriere. Und das gleiche ist auch beim Sex so. Deswegen finde ich gut, dass ihr es nicht herausgefunden habt. Ja, mein Freund. Flavio Simonetti. Spaß. Sorry, ich mag ihn. Er ist witzig. Oh, nice. Ich habe ihn gar nicht mal richtig gesehen. Und ihn einfach so aus der Hüfte geholt. Oh mein Gott. Ach, verdammt. Aus weiter Entfernung ziele ich meistens gar nicht. Ich bewege mich nur ein bisschen weiter nach rechts oder sowas. Wow, das war knapp. Mein Freund, guck mal, wie viel Respekt ich dich behandle. Gib mir deine scheiß P90. Ja, jetzt kommt er wieder zurück angeflogen. Okay, der wurde eliminiert. Mal sehen, ob wir ihn von hier bekommen. Okay. Alles geplant. Alles Schwede, ich habe das Gefühl, meine Semtex treffen immer. Oh mein Gott, was? Von wo kommst du denn, mein Freund? Stirb. Ja, Mann. Wir sind bösartig. Wo sind sie? Hüpf. Pass auf, Wetten, die killt jemand. Nee, Spaß, das nicht, aber trotzdem. Oh, da ist einer. Nein, was? Schnell, kill ihn schneller von links. Oh mein Gott. Wo ist er? Zeig dich. Nein. Nein, ich wusste es. Habe ich nicht gehört. Ich will mal eine geile Abschuss-Killcam haben. Ich will mal einen Stuck oder sowas haben. Ich mach mal einen Stuck. Oh, verdammt. Das war mal voll daneben. Komm, gib mir einen Stuck. Ah, verdammt. Ah, Mann. Nein. Fuck. Ich will eine gute Killcam haben. Okay, noch ein Versuch mit dem Stuck. Ah, fuck. Ja, okay. Headshot. Okay, das war nicht die Killcam, die ich mir vorgestellt habe. Aber ganz in Ordnung. War ziemlich witzig eigentlich. Alle bitte klatschen. Klatscht jetzt. Für die beste Killcam der Welt. Seht ihr das? Hört ihr das? Ich klatsche. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen. Bei diesem Part. Schoppisch. Nee, kein Spaß. Wir gehen hier erstmal raus. Subbase werden wir früher oder später noch spielen. Vielen Dank fürs Zuschauen bei diesem Part von Road to Commander. Link in der Beschreibung zu allen anderen Parts von Road to Commander in MW2. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wie gesagt, checkt auf jeden Fall die Links unten aus. Sehr, sehr wichtig, damit ihr keine Parts verpasst. Das wäre, da seid ihr einfach bessere Menschen, definitiv. Und Daumen hoch, falls ihr mehr sehen wollt von Road to Commander in MW2. Und ich sehe dich im nächsten Video wieder. Ciao, ciao.